was Yitzchik Bashevis Singer hat gehalten auf dem Abend in Stockholm, einer ist es ihm offiziell zugeteilt geworden, der Nobelpreis für Literatur. Das ist gewesen am Sibbe für den jüdischen Eulam und bei der Unwesenheit von einer Sache häuslandischen Gäste. Der Schreiber hat gehalten eine Rede in einer humoristisch-felletinistischen Nissach. Wir haben die Rede erst letztens bekommen, in Original, wie sie ist aufgenommen geworden, in Stockholm, dem 8. Dezember, das vergangene Jahr. Wir ehren jetzt. Man fragt mich oft, warum schreibst du Jiddisch? Und ich will Prüfen geben auf der Frage an Entfer. Mein Entfer wird sein ein Jiddischlacher. Das heißt, ich will Entferen mit einer Frage auf eine Frage. Der Entfer ist, warum soll ich nicht schreiben auf Jiddisch? Will ich besser schreiben auf Chinesisch oder auf Türkisch? Wie sagt man auf Türkisch? Haknisch Gatscheinig. Und wie sagt man das auf Englisch? Und wie sagt man auf Englisch? Dreht dich kein Hittel, folg mich ein Gang, ein Kuchen von der Mann der Stange. A Moshe Kapoya, a Chuchem Balaylu, a Yolten a Kapelush, a Nibbegedreit Schlessel, a Scheute Ben Pickel, a Moit mit a Ksaf, a Jidene mit a Neuringi. Mit der Zeit zurück ist gekommen zu mir ein Übersetzer, in ganzen a Zertimmelter, in ganzen a Verschwitzter. Wo ist der Meier freigegeben? Sagt er, wie setzt man das über von Jiddisch auf Englisch ein weicher Mensch, ein Diamant? In allen Sprachen ist ein Diamant, ist ein Diamant hart, aber in Jiddisch ist ein Diamant weich. Kommen sagen in Englisch soft like a diamond oder soll ich schreiben soft like a Jewish diamond? Jene, was zeilen Wörter, versichern mich, als Englisch ist die reichste Sprache in der Welt. Der neueste Webster Dictionary, der Webster Wörterbuch, hat schon 3/4 Millionen Wörter. Aber ich bin geblieben bei der Überzeugung, ein Jiddisch ist die reichste Sprache in der Welt. Nicht in Technologie, nur in Wörter, was geben über Charakter und Persönlichkeit. Nehmt das ein Wort wie Uremann. Was kann man sagen auf Englisch wegen Uremann? Man kann sagen, ein poor man, ein pauper, ein beggar, ein penhändler. Damit schäbt man neues das ganze bisschen Uremkeit auf Englisch. Aber auf Jiddisch kann man sagen, ein Uremann, ein Nevien, ein Kapfen, ein Dolphin, ein Betler, ein Schlepper, ein Schnörrer, ein Kapfensohn, ein Hungermann, ein Heisergeher, ein Medinejid, ein Nocheporche, ein Hegdeschliger, ein Puritz mit einem Loch. Aber Labu ist über ein Heiptelkreuz, ein Nitzrach, aber Derfe, a Torbenig, ohne Hemd, a Dallas, a Blittekuremann, a Kapzen Siebenpolles, der Kapzeine Jachat, auf gebrennte Zures, gehackte Zures, Jatzures, und noch. Das ist weit gestaut. Ob ich such wegen einem, als ein zweiter Rothschild oder ein zweiter Rockefeller, und ich tue dabei ein Wink mit einer Neuig, weiß mir Neuig als Rottenstress. ich,
ihr kommt zurück wegen an eurem Mann weiter. Er ist ein Jöret, ein Gefallener, ein Gebrochener, ein Upgefuhrener. Er keilt die Eier, er leigt die Zeine Beitel, er mattert sich mit dem Teut, er pechnet auf dem Pisk, er hat vergessen den Tarn von der Groschen, er geht darin mit einem ausgesteckten Zink, er schlingt das Spargeld, er hallischt für ein Bissen, in jedem will wissen genau, als er optisch kapernus. Heute will ich sagen, den ganzen Tür konnte ich sagen, einfach ein Peigerdram oder Tuck verhängen. Oder Gua Puschet, er rottet sich kein Groschen bei den Schumpf. In einigen Städten, wenn man will bezeichnen an einem Mann, sucht man nackt wie ein Terk. Verwus ein Terk ist mehr nackt für andere, weiß ich nicht. Aber es ist dasselbe, wie ich soll sagen, es geht im schlimmsten Masel, mit der bitteren Ruck, wie ein Rusch auf jener Welt, wie ein Zadig auf der Welt. Es nuckt ihm hinter den Löffeln, er darf umgehen mit den Kitzeln, es ist enkels bis Haldeichu, denn die Schumme hängt ihm auf der Spitznuhe. Er geht aus wie ein Licht. Der Sachatel ist, als er verdient Wasser auf Kasche, und es ist bei ihm ein ganz junger Peißer, er hat nicht kein Stück mit Brot. In der literarischen Kibitzarnie auf East Broadway, neben Vorwärts, ist gewesen ein Poet. Und wenn er hat gewollt suchen wegen einem anderen Poet, also es ist nur ein Mann, schlägt er suchen, vermögen sollen wir es beide, wie viel es fehlt ihm zu $5. Man darf sein, so ich mich schicke, auszubeiten eine so reiche Sprache wie Jiddisch auf Englisch. In das Meretsche wegen mich schicke, lassen wir sehen, wer ist das reichere Mischigas, Englisch oder Jiddisch. In Englisch, als wir will sagen, als er mit dem Mischige, sagt man, he is crazy or insane. Ach jetzt sind du eine ganze Reihe technischer Wörter, wie paranoik, schizophrenik, Wörter, was haben nicht keinen jiddischen Tag. Heute man will schon sagen auf Englisch ein Wort, was hat ja einen jüdischen Tag, sagt man, hieß mir Schugge. Jetzt wollen wir sehen, was bekommt hier mit einem Schuggenen auf Jiddisch. Ein Schuggener auf Jiddisch ist mir Schugge, mit Toref, Chusadaye, Euverbutel, Zedreit, Zeriedert, nicht beim Sinnen, mit Wilwul, verrückt, gemischt, nicht beim Seichel, nicht bei den klugen Gedanken, wahnsinnig, schwachsinnig, als zertümmelte Brie, ein Mensch, das kriecht auf die gleiche Wand, ein paar Schuhe mit einem Bschick im Kopf, es fehlt ihm ein Kläppchen Meuer, eine wilde Brie, ohne Kopf, ein zerdilter, als ein Schreifter, als ein Mewiel, aber schön, wie es blonscht er immer auf Neulem Atoje, auf Neulem Ademien, in Hinerplät, geriert auf dem Kasten, geriert auf Neubestiebel, nicht auf der Welt, aber nimmener, als ein Hotzgeter, als ein Fleugener, ein Verleurener, nicht beim reinen Verstand, am Schigener Hint, ein zertrügener Malach, ein verdreiter Scheps, einer, was weiß nicht, auf was er Welt er ist, ein Mensch, was weiß nicht, hat die Mama mit ihm gehabt. Nicht kein Hieger,
geistig krank, aber riefener. Du sind als Wörter auf dem polnischen Jiddisch. Die Litwakis haben noch als ein Zettel österreichische Wörter wie Zedrumschget, Kapuschet, Skomfuschet, Zedrinschet, Zestrudelt, Zetreitelt, Farkaloizet, Farkalotschet, Farpullet, Farmerotschet. Von den bloßen Wörtern kommen auch rupf in der Rellsten, verlieren die Gedanken und wären zu flochten wie ein Lotsch. Zusammen ist das Jiddisch ein bisschen Urim in technische Werte. Wenn es kommt zu Automobilen, Aeroplanen, Maschinen von allerlei Sorten, ist Jiddisch auf Zures. Aber wie steht es geschrieben, als ein Jiddischist darf treiben Makar? Wer lässt ihm nicht fuhren mit der Subway? Jiddisch ist eine tolerante Sprache. Der Prinzip in Jiddisch ist ein kommunistischer. Das ist mein, ist mein. Das ist dein, ist euch mein. Also, als im nächsten Fall benutzt man sich mit Englisch, mit Polnisch, mit Russisch, was das lässt sich. Ich komme auf einen verbrennten Jiddischist, was hat ein Kar. In jedem mutigen Donnerstag wird der Kar bei ihm zerbrochen. Er hat ein Garage, wie es arbeitet, ein zweiter Jiddischist. Und wenn die Kar wird zerbrochen, schleppt er sie weg zum jiddischistischen Mechanik. Und sie reden zwischen sich technische Wörter. Nicht auf Jiddisch, nur auf Jiddischistisch. Er sucht den Mechanik. Moshe Schmerl, der Automobilmeiner, ist nicht von dir gedacht, nicht mit allem. Was fehlt ihm? Oh, der Motor hieß Dinter. Der Kieler schwitzt. Der Ausgleicher ist Krim. Die Lumpen leuchten nicht. Das Rädel dreht sich nicht. Der Kirwer kirwet nicht. Der Zinder zinnt sich in Schuhen. Der Handheiber verhackt sich. Der Fußheiber liegt eingeleicht. Die Liftrehren sind verstoppt. Der Treter lässt auf sich nicht treten. Die schmierendste Latte schmiert nicht. Und als man schmiert, spürt man nicht. Der Eilfilter rinnt, der Gasmeister ist zerrischt, der Giechmeister ist hinterstellig, der Schäubwischer wischt nicht, die Gummischier sind gelächert. Ich will fuhren Kabäuberig, fuhr Havecker Jehuppitz. Chaim Burer, entweder der Mechanik, wusste heute Rasage über die Keile. Das Salz zu verrichten, wird auch aufkosten an Neuzer. In der Automobil wird wert sein, als Sätze drehen. Was ist da ein Neize? Mein Neize ist, kauft er eine neue Katharinke und wer putt das in der alten Machereike? Unser Jiddischist wird schon lange gekauft eine neue Katharinke, aber er hat Meure, also wird vergessen, sein Jiddischist beschluscht. Ja, mit technischen Wörtern ist ein bisschen schwerlich in Jiddisch. Aber mit Titzchen heizen, Technik ist wirklich ein goyisches Situation. Jiddisch darf von Technik wie ein alter Jiddisch geduchen. Dus hebben we geëerd de originele microfoonopname van de banketrede wegen Jiddisch, was Jitzchak Paschewitz-Singer had gehalten in Stockholm beim Bekommen dem Nobelpreis. Dus is in de Schalachmunis voor onze Zuhörer Likuvit Purim, was wir haben die Woche gepravet.
Der größte Covid, was die Schwedische Akademie hat mir umgetan, ist euch eine Anerkennung für Jiddisch, eine Sprache von Gules, ohne Land und Grenzen, nicht gestützt in keinem Regierung, eine Sprache, was vermuckt gemacht nicht, kein Wörter, verwuffen, Ammunition, militärische Übungen und Taktik. Ein Luschen, was sich wenig verachtet, sah von Goyim und sah von den meisten emanzipierten Jiden. Der Ramesses, auf was die größte Religie haben gepredigt, haben die Jiden in Ghetto praktiziert. Sie haben nicht gehabt, keine größere Freiheit, wir lernen wegen Menschen und menschlichen Beziehungen, wo sie im Angriff in teure Talmud, Musa, Kabule. Die Ghetto ist nicht bloß gewesen an Ort, von einer Trennung von verwurzelter Minorität, nur auch ein größeres Experiment in Schulen, Selbstdisziplin und Humanismus. Rechtlich davon existieren bis heute zu Tod, nicht gekickt auf der ganzen Brutalität, was ringelt sie erinnert.